Hey und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich bin nicht auf den Account, auf den ich sonst immer bin, sondern auf meinem zweiten Account, Nancy Schallwolf. Und ja, viele kennen diesen Account ja noch nicht. Und das ist mein zweiter Lifetime-Star, oder Lifetime-Account, auch so kann man es auch sagen. Und ja, viele wissen auch, dass ich vor kurzem ein Video hochgeladen habe von was. Da hast du von der Starcoins-Sucht quasi, wenn man das auch so sagen kann. Und da habe ich ja auch gesagt, dass ich dazu eine Challenge mache. Wie, also dass ich halt versuche, auf die 20.000 Starcoins zu kommen. Ja, ich habe mir auch überlegt oder auch gedacht, dass ich habe ja hier einen zweiten Account, wo ich auch Starrider da drauf bin. Und da dachte ich mir halt auch, da ich auf diesen Account sowieso kaum drauf bin, könnte ich hier eigentlich auch eine Challenge machen, weil hier würde es dann eigentlich gar nicht so wehtun. Weil ich sehe es ja eh nicht, wie viele Starcoins ich habe. Ich bin so selten auf diesem Account. Sagen wir so, ich bin zurzeit Level 10. Oh, mein Pferd ist auch Level 10. Und ich habe zehntausende Quests, die ich noch machen muss. Ich bin questfaul, das wissen auch alle. Und ja, deswegen, ich könnte schon längst vom Level hinaus sein. Und ich habe da einfach keine Lust zu. Deswegen, ja, nur kurze Sache, dass ich halt hier kaum drauf bin. Ja, da habe ich halt gedacht, wie wäre es, wenn ich hier einfach diese Challenge mache mit den Starcoins, dass ich dann auch die anspare, so lange wie es geht. Und ich habe halt so gedacht, ich werde mal gucken, wie viele Starcoins. Also, wie viele Starcoins ich am Ende des Jahres haben werde. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie viele Starcoins ich jetzt habe. Ich glaube, es sind so um die 3000. Plus paar Samstage, plus paar 100, plus 100 Starcoins von Star Stable. Ja. Oh! Oh! Letztes Mal, wo ich drauf geguckt habe, waren es noch 3000. Irgendwie sind 2000 Starcoins dazugekommen. Oh, shit. Also, okay, mein zweiter Account hat dann, ja, 50, 5050 Starcoins. Krass, hätte ich jetzt echt nicht gedacht, weil letztens waren es noch 3000. Okay, und zwar, Leute, jetzt auch eine Frage an euch und eine Schätzfrage. Was schätzt ihr? Wie viele Starcoins werde ich am Ende des Jahres, also im Dezember, haben? Ich meine, es sind Samstage, wo ich immer 100 Starcoins dazu bekomme. Es werden vielleicht wieder Gutscheincodes dazukommen. Wer weiß, ob 100 oder noch mehr. Deswegen schätzt einfach mal und schreibt mal eure Schätzung mal in die Kommentare. Und ich hoffe, ich werde dran denken. Also ich werde dann versuchen, am Ende des Jahres zu diesem Video eine Reaction zu machen. Und dann gucke ich, wer von euch von den Starcoins her am nächsten liegt. Also ihr sollt einfach mal reinschreiben, wie viele Starcoins ich am Ende des Jahres habe. Nicht, wie viele ich doch dazu bekomme, sondern der aktuelle Stand, den ich vielleicht haben könnte. Ich werde dazu, wie gesagt, ein Video machen und bin gespannt, wer am nächsten dran ist. Und ich schätze jetzt einfach mal, ich bin so schlecht im Schätzen, weil, wie gesagt, ich habe vorher noch gesagt 3000. Ich schätze jetzt einfach mal, oh Gott, warte mal, wie viele Monate ist es noch bis Weihnachten? Wir haben aktuell August. Das wäre vielleicht auch sinnvoll, dass ihr es wisst. Wir haben den 27.8. Es ist ein Donnerstag. Okay, dann haben wir noch den 9., den 10., den 11. und den 12. Das sind 4 Monate. Oh Gott, ich will jetzt nicht so viel. Oh. 4 mal 4 sind 16, ungefähr 6, 1600 plus vielleicht noch Gutscheincodes. Ich schätze, es werden am Ende 7500 sein. Ich sag 7500. Ihr könnt gerne höher oder drunter sagen. Und ja, wie gesagt, schreibt gerne mal eure Vermutungen rein. Und ich bin sehr gespannt, wer wirklich am nächsten dran liegt. Ja, das wird meine neue Challenge sein, Leute. Vielleicht hat da irgendwer Bock mitzumachen. Wenn ja, schreibt es auch mal gerne unten in die Kommentare. Und dann könnten wir auf Discord oder Instagram mal so abbesprechen, wer dann viele Starcoins hat und wer am Ende dann die Starcoins, also wie viele ihr dann am Ende noch habt. Ist eigentlich auch voll die coole Challenge. Und ja, da würde ich sagen, Leute, sehen wir uns auf diesem Account
Bis, also am Ende des Jahres wieder. Kann sein, dass ich vielleicht noch so ein paar Videos mit dem Account mache, aber trotzdem. Wir sehen uns dann wirklich auf jeden Fall am Ende des Jahres nochmal wieder. Vielleicht auch am 27.12. Mal schauen. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und lass die Challenge beginnen. Ciao, ciao!